So, Kleinanzeigen. Short, zu teuer, Reseller. Was ist das? Ja, genau. Ach, viel zu teuer. Hier findest du doch nie was, nichts. Oh, was ist das? Wow. Wenn das nicht der Schnapper der Woche ist. What is... What is up, YouTube? Und seid herzlichst willkommen zum Schnapper der Woche. Heute sogar im Doppelpack. Das erste liegt schon ja, auf meinen Knien sozusagen. Das ist eine ganz, ganz komische Geschichte, ja. Und ich muss euch das vorlesen, darum habe ich mein Handy hier. Da ist eine PlayStation 3 drinne. Und noch mehr, sage ich mal ganz vorsichtig. Lasst mich mal kurz die Anzeige finden, dann lese ich euch vor, was ich hier gekauft habe. Und dann machen wir das mal gemeinsam auf. Und vielleicht, ganz vielleicht, könnt ihr mir erklären, was hier passiert ist. Ich, wie gesagt, bin irritiert. Aber vielleicht habt ihr eine gute Idee. Und zwar... Die Beschreibung der PlayStation 3 lautete: Verkaufe meine PlayStation 3 inklusive einem Controller und einem neuen schwarzen Gehäuse. Die PlayStation ist voll funktionsfähig und weist normale Gebrauchsspuren auf. Versand ist möglich. Ja. Und dann kam das Paket. Und ich wusste nicht so recht, was soll mir dieser Text sagen? Was bedeutet das mit einem neuen Gehäuse? Ich muss dazu sagen, ich habe für dieses Paket 45 Euro bezahlt plus 5 Euro Versand, also 50 Euro. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Wie gesagt, ich kann es mir kein bisschen erklären. Vielleicht habt ihr eine gute Idee hierzu. Wie angekündigt befindet sich ein Controller samt dem Mini-USB-Kabel für die PlayStation 3 in der Kiste. Es ist ein DualShock-Controller in einem sehr hübschen Zustand. Soweit so cool, alles gut. Und dazu ist ja nicht ein Kaltgerätekabel beigelegt worden. Nö, es gibt zwei Kaltgerätekabel. Schon mal interessant. So, und dann... packe ich das hier so aus und das Paket war schon so groß, ne? Und was ziehe ich raus? Und wer sich jetzt denkt, ey, wie stark bist du denn? Das Ding ist doch bockschwer. Nee, das ist eine leere Hülle. Da ist nichts drin, ja? Das ist einfach nur ein leeres Gehäuse einer, interessant, einer rückwärtskompatiblen PS3 Fat Lady, ja? Noch mit der SD-Karte und den vier USB-Slots. Wo hat man denn bitte so ein Gehäuse her? Ja, okay, sehr schön. Ein PlayStation 3 Gehäuse. Und wenn man jetzt weiter guckt, oh, und die ist natürlich schwer, findet man noch eine PlayStation 3. Diesmal nicht nur das Gehäuse, noch mit einer grünen Schutzfolie da drauf. Wo gab es denn grüne Schutzfolien für PlayStation Gehäuse? Und auch diese PlayStation 3 ist rückwärtskompatibel, ja, die spielt PS2-Spiele ab, ist mit den SD-Karten-Slots und so weiter. Ich habe das Ding natürlich schon angeschlossen und ausprobiert, funktioniert ohne Probleme, ist recht leise, aber warum gibt es sowas? Wäre es jetzt jemand, ne, der irgendwie seine Konsole gemoddet hat oder eine andere Festplatte eingebaut hat und deswegen das Case gewechselt hat, dann hätte ich das alles noch verstanden. Der hätte aber auch gewusst, dass eine rückwärtskompatible PS3 vielleicht 1-2 Mark teurer ist als 45 Euro. Ich kann mir das vorne und hinten nicht erklären und vielleicht habt ihr eine Idee, warum und wieso und weshalb das so gekommen ist. Am Ende ist es völlig egal. Eine rückwärtskompatible PS3 mit Controller, Kabellage, tralala, mit einer schönen grünen Folie drauf für 45 Euro, also 50 Euro mit Porto, ist natürlich ein mega guter Deal und die wandert 1:1 so in meinen Schrank. Ich habe schon eine rückwärtskompatible PS3, aber die Dinger sind ja
echt teuer und natürlich auch anfällig, ne, wegen der Überhitzungsprobleme. Und da bin ich total froh, jetzt so günstig, jo, an ein Backup gekommen zu sein. Wie versprochen machen wir heute zwei Schnapper der Woche, weil dieses Mysterium von gerade, das ging noch recht schnell und ich habe noch was ganz, ganz Cooles hier. Und zwar hatte jemand eine Retro-Konsole bei Kleinanzeigen angeboten und diese Retro-Konsole sollte 30 Euro kosten. Ich habe dann den guten Mann angesprochen, war auch alles sehr nett und cool und ich habe dann inklusive Porto, ich meine 40 Euro bezahlt, weil das Teil doch etwas größer ist, was ich euch jetzt gleich zeige. Es hat dann irgendwie ein bisschen länger gedauert, bis es ankam. Ja, und als es ankam, ey, ich habe noch nie eine solche Verpackung gesehen. Ja, das war in Geschenkpapier irgendwie eingewickelt und ja, und dummerweise war es natürlich dann auch ein Stück kaputt. Es ist ein Stück vom Plexiglas abgebrochen. Das ist jetzt doof und man hätte jetzt mit der Versicherung und Hermes und hin und her, war es mir aber gar nicht wert. Das klebe ich wieder dran, das ist schon okay. Denn die Retro-Konsole für in Summe jetzt 40 Euro ist im Grunde ein richtig, richtig geiler Deal. Denn es handelt sich um nichts anderes als eine Pandora-Box, ne? So eine Arcade-Box. Was ist das genau? Wer kennt es nicht? Also, du hast hier hinten HDMI, VGA und so weiter Anschlüsse und hast oben zwei richtig schöne, ich hoffe, man kann das hören, zwei richtig schöne Arcade-Sticks, mit denen du zusammen oder auch alleine die Spiele spielen kannst, die auf der Konsole vorinstalliert sind. Und das sind 1200 Stück, meine ich. 1200 Arcade Games, ja. Irgendwelche Street Fighter, irgendwelche Shooter und, sind alle hier drauf vorinstalliert und, ja, kannst du halt direkt an deinem Fernseher per HDMI anschließen und dann loszocken, ja. Das abgebrochene Teil habe ich natürlich mittlerweile geklebt. Sieht nicht wunderschön aus, aber beim Spielen fällt es fast nicht auf. Und hey, wer am Anfang aufgepasst hat, hat gelesen, dass die Konsole sich nicht mit dem Fernseher verbinden lässt. Das habe ich gelöst, indem ich, ja, ein HDMI-Kabel angeschlossen habe. Mega Kurs, ja, 40 Euro, die Dinger gehen sonst durchaus für ein paar Euro mehr. Dafür ist jetzt auch eine Ecke abgebrochen und so ein bisschen dreckig ist sie noch, obwohl ich sie schon sauber gemacht habe. Aber für mich definitiv neben der kuriosen PS3 der Schnapper der Woche. So, und nach meinen zwei Schnappern seid ihr wieder dran. Was konntet ihr diese Woche an Land ziehen? Was habt ihr gekauft? Was habt ihr bekommen? Lasst es uns da unten in den Kommentaren austauschen, weiter diskutieren. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns am Wochenende zum nächsten Video und hey, nächsten Mittwoch, ich bin schon sehr gespannt, ich habe was gekauft, ist aber noch nicht da und wenn das so kommt, wie es beschrieben war, weil das ist ein richtig geiler Schnapper der Woche, ich freue mich schon drauf. Bis dahin, euer Lario.